Was war denn das jetzt bitteschön? Willkommen Leute zu einem weiteren Teamolia-Turnier und heute werden wir einfach mal ein paar 1v1-Runden spielen, ja im Turnier halt, und ich werde den Fokus allerdings auf etwas ganz Spezifisches legen, und zwar habe ich ein bisschen so in der 1-8 letztens gespielt und ich habe mir so gedacht, ja komm, wie sieht's denn jetzt hier aus mit dem Blockhitten, und ich habe mitbekommen, dass einige immer meinten, ja Blockhitten wurde entfernt, Blockhitten geht noch, aber die Animation wurde verändert oder es sieht nur anders aus. Und da wurde ich halt jetzt einfach mal echt stutzig und ich habe mir gedacht, komm, wenn jetzt schon so viele so unterschiedliche Meinungen haben oder jeder was anderes behauptet, dann mach's halt einfach mal so eine offizielle Diskussion. Warum laggt es jetzt hier gerade so? Oh, er laggt einfach. Och man, laggt doch nicht. Ich zünd ihn an, doch nicht. Geht jetzt wieder? Ich denke, ach du Scheiße. Egal, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, mache ich dann halt einfach mal so eine offizielle Diskussion hier. Also ihr könnt jetzt gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, wie es nun aussieht. Es wäre natürlich gut, wenn ihr euch auch schon so ein bisschen informieren würdet und ich halt einfach Scheiße, sage ich mal, in die Kommentare schreibt. Und ja, denn was zum Beispiel einige behaupten, ist zum Beispiel das, dass halt Blockhitten nur geht, aber die Animation anders aussieht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Rechtsklick und Linksklick drücke, sieht das Ganze so aus. So ungefähr. Und einige, also ich habe mal bei so einem Video gesehen, dass es doch noch möglich sein soll zu Blockhitten. Allerdings muss man die Reihenfolge etwas verändern. Und zwar muss man erst links klicken und dann rechts klicken, dass es halt so aussieht. So irgendwie. Und dann kann man halt noch dabei rennen. Und das sieht dann, keine Ahnung, das ist so mega behindert. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man darauf kommt, dass es so noch geht. Und ich weiß nicht, im Kampf, muss ich sagen, ist mir auch noch nicht so ganz genau aufgefallen, dass es irgendwie besser wurde, wenn ich jetzt so schlage. Also jetzt erst Linksklick und dann Rechtsklick. Deswegen ist halt jetzt so eine Sache, dass ich mir unsicher bin, ob es denn jetzt überhaupt noch möglich ist zu blockhitten oder nicht. Deshalb habe ich mir halt, wie gesagt, gedacht, ja komm, diskutieren wir einfach mal so ein bisschen in den Kommentaren darüber. Und ja, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll, wenn das jetzt entfernt sein sollte, also das mit dem Blockhitten. Denn soweit ich weiß, war es, glaube ich, nie die Absicht von Mojang, dass halt überhaupt Blockhitten möglich sein soll in Minecraft. Ich glaube, das wurde halt mal eingeführt durch einen Bug oder sowas. Also, es war wirklich nie die Absicht. Und dementsprechend, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt vielleicht extra entfernt wurde. Okay, er brennt auch schon mal, das ist sehr gut. Dann kommt er schon mal ein paar Herzen abgezogen. Ich hätte jetzt mal den Goldapfel gönnen. So, und weil wenn, also ich habe auch mal so ein bisschen so gespielt und also in der 1.8 und ich muss sagen, wenn man jetzt, sage ich mal, in der 1.7 spielt und in der 1.8 das PvP-Spielverhältnis, das ist einfach sowas von anders. Also ich weiß nicht so ganz, aber ich muss sagen, dass mir das PvP-Spielen in der 1.8 nicht unbedingt so gut gefällt wie in der 1.8, denn auch irgendwie so das Spielverhältnis, das Erlebnis, so wie man zum Beispiel den Bogen anspannt und so, das ist halt irgendwie alles anders. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man das genau sagen soll, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr schon mal in der 1.8 gespielt habt und wenn ihr halt zuvor immer in der 1.7 gespielt habt. Und irgendwie lag's gerade ein wenig. Das ist gerade echt komisch. Ich denke mal, den sollten wir aber noch bekommen können. Und ist jetzt lag's wieder. Okay, ich glaube, der Teamolia-Server ist gerade ein bisschen am struggeln. Aber ist natürlich kein Problem. Deshalb würde mich halt einfach mal so eine Diskussion in den Kommentaren freuen. Ich werde mir auf jeden Fall auch einiges durchlesen und vielleicht auch mal was zu schreiben, wenn ich da vielleicht was finde, wozu ich was schreiben kann. Und ja, deshalb gerne mal in die Kommentare damit, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, neue Runde, neues Glück. Und ich hätte noch eine Sache, die ich auch ansprechen wollte. Und zwar folgendes. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Blockhitten auch nicht mehr möglich sein soll, da halt Minecraft nur noch einzelne Befehle, sag ich mal, gleichzeitig ausführen kann. Also nicht gleichzeitig ausführen kann, sondern Minecraft kann, sag ich mal, in der 1.8 nur noch einzelne Sachen in, ja, sag ich mal, verarbeiten. Sozusagen, man kann nicht mehr gleichzeitig eine gewisse Aktion ausführen. Man kann zum Beispiel nicht mehr gleichzeitig irgendwie schlagen
und dann halt blocken, sondern man schlägt halt erst und blockt dann. Und das Gleiche bezieht sich dann eben auch aufs Blockhitten. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie zu blocken und dann halt zu hitten. Also, ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Das habe ich halt einfach mal irgendwo gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Und ich habe das, glaube ich, auch mal gehört von irgendwelchen Leuten. Aber soweit ich weiß, war das auch richtig, dass Minecraft noch eine Aktion irgendwie verarbeiten kann und nicht mehr einige Aktionen gleichzeitig. Irgendwie sowas. Ich bin mir da aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Deshalb würde mich halt einfach so eine Diskussion in den Kommentaren freuen. Und ja, letztendlich muss ich sagen, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir das so ein bisschen, das Blockhitten. Da man so jetzt einfach nur noch mit Linksklick draufkloppen kann. Und ja, davor hatte man auch noch die Möglichkeit, so ein bisschen zu Blockhitten. Fand ich halt persönlich cooler. Aber das ist halt einfach jeden selber überlassen, wie der spielen möchte. So, den habe ich dann recht gut getroffen. Und der sollte dann auch vielleicht brennen oder nee, ich brenne. Okay, den hole ich jetzt und den habe ich auch bekommen. Das ist sehr gut und dann haben wir die Runde auch gewonnen. Und jetzt halt natürlich die Frage, was stimmt und was stimmt nicht, denn ich habe halt schon mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass mich halt mal interessieren würde, wie es nun aussieht und sowas. Und da gab es aber sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Und da war ich mir jetzt halt unsicher, okay, hat jetzt die Partei recht oder hat die andere Partei recht? Und es gibt halt einfach sehr viele verschiedene Meinungen oder sehr viele verschiedene Informationen. Und da weiß man jetzt gar nicht genau, okay, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Man könnte das Ganze natürlich auch im Singleplayer austesten, aber na, ich weiß nicht. Vielleicht blockt man da nicht richtig oder sowas oder macht da irgendwas falsch und dann weiß ich nicht. Deshalb würde mich das einfach mal interessieren und dann kommen wir jetzt auch schon in die nächste Runde. Das ist nämlich die vierte Runde. 8 Spieler verbleiben und es sollte jetzt auch langsam beginnen. Okay, es geht los, Leute. Alles klar, Leute. Und zack, zack, zack. Okay, bei Blacky HD ist das. Er hat schon den Goldapfel gegessen, das heißt, wenn ich ihn gut treffen sollte mit einem Bogen, habe ich gute Chancen. Das war verfehlt. Das war auch verfehlt. Und vielleicht treffe ich ihn ja jetzt. Immer noch verfehlt. Der war drinne. Der war auch drinne. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall gleich mal meinen Goldapfel essen. So. Und nochmal getroffen, ja doch, ich denke mal, wir sollten jetzt definitiv die besseren Karten haben. Jetzt leckt er, oder? Hä? Okay, eine Dia-Show noch nebenbei. Es läuft. Und dann... Hä, das ist ja irgendwie gerade mega komisch, was ist hier los? Okay, zack. Und da habe ich ihn aber in der Combo gehabt. Ich muss sagen, dass es gerade ein wenig hier auf dem Server laggt, ist aber kein Problem. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auch nur auf die Runde. Und ja, abschließend kann ich sagen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis jetzt ist das halt immer so gewesen, dass ich bei den Kämpfen nie geblockhittet habe, weil ich halt der Ansicht war, dass es nichts bringt. Aber bestimmt kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber ja. Also ich habe es halt nicht in Kämpfen irgendwie als effektiv wahrnehmen können in der 1.8. Okay, dann habe ich eigentlich gut getroffen. Goldapfel snacken. Und dann geht's hier runter. Zack, den soll ich haben. Okay, der sollte gleich in Lava sein. Oder nicht? Okay, aber der ist down, das ist auch sehr gut. Und somit sind wir fast in der... Ja, wir sind jetzt, glaube ich, im Halbfinale. Also das sollte jetzt hier das Halbfinale sein. Und die zwei Kollegen kloppen sich da auch schon. Ja, genau. Da hat er auch schon gewonnen, der Fokus PvP. Und dann werden wir jetzt gegen einen... neuen Gegner spielen. Und zwar spielen wir gegen It's Game, keine Ahnung was. It's PvP Gamer HD XLP XD HD LP. So. Und dann zack, der erste sitzt. Der zweite leider nicht. Und das war auch nicht so schlau. Egal, ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier den Goldapfel essen. Okay, beide Schüsse waren dann... Hä? Was ist das denn? Das war einfach nur mega behindert jetzt. Ich bin gestorben dank eines sehr, sehr behinderten Lags. Aber nun gut, so kann es auch enden. So, ich werde ihn jetzt nochmal versuchen zu treffen. Ich nehme einfach jetzt mal direkt den Goldapfel, obwohl er isst auch den Goldapfel. Das heißt, ich kann mir theoretisch einen Vorteil
verschaffen, indem ich ihn jetzt treffe und dann den Goldapfel esse. Das werde ich auch mal versuchen. Erster Hit sitzt, zweiter Hit auch. Dritter Hit auch und jetzt den Goldapfel essen. So, zack, er hat jetzt nämlich keine Pfeile mehr. Oh, ist das ein Ernst? Ich kann ihn aber besser treffen von unten. Okay, er fliegt runter. Und, ach man, warum ist hier Fallschaden aus? Wäre jetzt mal kein Fallschaden aus. Oh, ist das sein Ernst? Es ist sein scheiß Ernst. Oh man, auf so eine... Was war denn das jetzt, bitteschön? Och, Mann. Ich hab mich richtig verarschen lassen. Aber nun gut. Dann habe ich einfach verloren. Und ich würde sagen... Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's dann auch schon von dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich wie immer freuen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao.